Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Avon und Altana. Blossom Godchild, Föderation des Lichts, Botschaft vom 16. Januar 2017, übersetzt von Key. Hallo meine Freunde! Sehr vielen gefiel eure Audiokanalisierung in der letzten Woche mit der folgenden Nachricht in Lichtsprache. Vielen Dank dafür. Was steht als nächstes auf der Agenda? Willkommen in aller Liebe und Licht für alle, von allen. Die kommenden Tage präsentieren sich gut und Informationen, die zu denen auf der Erde kommt, steigert ganz sicher den Einsatz, würden wir sagen, oder? Welche Information? Und in welcher Weise? Die bloße Tatsache, dass das Leben selbst intensiver wird. Die Beschleunigung über die Beschleunigung hinaus ist bei euch. Und nach Ablauf von 3 Monaten werdet ihr das Gefühl haben, als ob nur wenige Wochen verflogen wären. Seid wachsam und vorsichtig mit euren Gedanken, liebste Seelen, und meistert die Kunst, diejenigen sofort zu verwerfen, die nicht dienlich sind. Indem ihr das tut, könnt ihr eure Welt verändern, in eine mit viel hellerem Licht, würden wir sagen. In einem Augenblick. Ja, ich verstehe das. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich denke, dass die ständige Frage auf den Lippen der Menschen die ist, wie diese immer noch Schlafenden geweckt werden. Denn es scheint, als ob es noch viele gibt, die unbewusst oder uninteressiert sind oder einfach ahnungslos den Angelegenheiten der Welt gegenüber, wie Alice hinter den Spiegeln. Und wir brauchen noch viel mehr an Bord, um die Schwingung auf das nötige Niveau anzuheben. Zunächst, Blossom, würden wir sagen, dies ist kein Wettlauf. Da gibt es keine Eile, auch wenn du denkst, das wäre so. Es gibt keine Zeit. Das heißt für uns, alles entfaltet sich einfach in seiner eigenen göttlichen Weise. Schaut auf alles in diesem Wissen, dass alles sich in seiner eigenen göttlichen Weise entwickelt. Mit diesem Gedanken im Kopf kann man alle Anstrengungen und Ideen loslassen, dass dies in einer bestimmten Zeit getan werden muss und das bis dann erledigt ist. Warum? Warum muss alles von eurer Zeit beherrscht sein? Das führt dazu, sehr viel Druck auf die Seele auszuüben, wohingegen lässt man die Dinge einfach in ihrer eigenen, unübertroffenen Art entstehen, ermöglicht das einem sicherlich den gesamten Ablauf viel mehr zu genießen. Meint ihr nicht auch? Ja, meine ich auch. Ich begreife, dass es nicht wichtig ist bei so vielen Dingen. Nichts ist wirklich dringend. Dennoch sehe ich sehr viele hierhin und dorthin rennen, um schneller als vorgesehen fertig zu sein. Lasst es zu, dass sich das Leben so entfaltet, wie es sollte. Indem ihr die Dinge auf ihre Weise fließen lasst, werdet ihr ebenfalls unübertroffene Resultate vorfinden. Was die erwachenden Seelen betrifft, schaut zurück. Schaut zurück, ihr Lieben, auf das Erwachen von so vielen Seelen. Einige, die ihr am wenigsten erwarten würdet. Solche Dinge können nicht unter Druck oder Zwang erreicht werden. Wenn die Augen der Seele auf die neue Aussicht schauen und die Herzen, die sich danach sehnen, gehört zu werden, ein leises Flüstern wahrnehmen, ein Komm, komm, sei bei mir. Und die Seele weiß, dass dieses Mir niemand anderes ist als sie selbst, die sich in Frieden niedergelassen hat, indem sie die Geborgenheit des Selbst erkennt und die Begrüßung bei der Heimkehr, die bekundet wird, als in, durch Wahrheit. Liebste Seelen, immer und immer wieder raten wir euch selbst zu erkennen,
Warum denkt ihr, schlagen wir das so vor? Warum bringen wir das schonend in eure Denkmuster ein? Denn wenn das verstanden ist und ihr das macht, ihr sofort erkennt, wie wichtig es ist. Wichtig in dem Sinn, dass sobald dies vollbracht ist, die Seele wirklich leben kann. Beschränkungen werden einen nicht länger an die alten Denkweisen gefesselt halten. Denn da ist ein neuer Weg, eine neue Denkweise, eine neue Art des Seins von den Menschen auf eurem Planeten sichtbar gemacht. Ist es nicht so, dass auf euren Filmleinwänden mehr und mehr Wesen mit großer Macht, großer Kraft, Superhelden gesehen werden, die Wunder wirken können? Die sind keine Figuren auf einem Zeichenbrett. Diese mächtigen, kraftvollen Wesen seid ihr. Wusstet ihr, dass ihr fliegen könnt? Wusstet ihr, dass ihr Berge versetzen könnt? Wusstet ihr, dass ihr alles tun und schaffen könnt, was ihr wünscht? Nur durch Wissen? Viele Male haben wir von Wissen gesprochen. Wissen in euch, dass ihr so viel mehr seid als das, was ihr glaubt zu sein. Ja, ich verstehe das. Und ich weiß, dass ihr hier die Wahrheit aussprecht. Aber ich weiß nicht, wie ich dieses Wissen erkenne im innersten Zentrum meines Seins. Wie kann ich das alles so stark und eindeutig wissen, dass ich es werde? Das ist wirklich eine gute Frage. Unsere Antwort wäre, indem du dir die Zeit nimmst und in dich gehst. Wenn ihr darum bittet, euch mit der göttlichen Quelle zu verbinden und den Weg dorthin gezeigt zu bekommen, bittet darum, diese Macht zu fühlen. Bittet, sie zu erleben. Bittet darum, ihre Möglichkeiten gezeigt zu bekommen. Je mehr ihr das tut, desto mehr fühlt ihr es als eine Möglichkeit. Je eher etwas anfängt, in euren Gedanken zu entstehen, desto näher ist es Gestalt anzunehmen. Deshalb weist solche Großartigkeit in und von euch nicht zurück. Die Macht in euch ist allmächtig. Dennoch möchten wir einen höchst wichtigen Zusatz anfügen, dass von all diesen Möglichkeiten, vom tieferen Wissen um solche Dinge, diese Dinge nur vollbracht werden können durch das Wissen, dass es das Licht ist, das ihr seid, und dessen Anerkennung. Es erlaubt, dass solche Wunderwerke wahr werden. Denn selbst der stärkste Bodybuilder kann sich keine solch unglaublichen Fähigkeiten aneignen, wie die, von denen wir sprechen, ohne dass die Macht des Lichts die Führung innehat. Es ist an euch, euch selbst zu erkennen als das Licht, das ihr seid, so dass ein Gedanke für die Heilung eines anderen diese Heilung ermöglicht. Rein durch die Kenntnis der Stärke des Lichts, das ihr seid. So viel mehr kann erreicht werden, wenn ihr euch die Zeit nehmt und euer Selbst erforscht und mit der eigenen höheren Macht Verbindung aufnehmt. Durch den Blick in einen See voller Wasser, könnt ihr es reinigen? Glaubst du uns das, Blossom? Ja, das tue ich. Durch den Blick auf ein ödes Feld, könnt ihr Getreide wachsen lassen? Einzig durch eure Absicht. Glaubst du uns? Ja, mache ich. Aber sicherlich sprechen wir hier über die weit entfernte Zukunft. Dies, liebste Blossom, diese angesprochenen Dinge haben nichts mit Zeit zu tun. Überhaupt nichts. Diese Dinge könnten heute offenbar werden, wenn einer die Macht in sich akzeptiert und das, was diese Macht zu vollbringen vermag. Und dürfen wir sagen, sie ist fähig, alles zu vollbringen, zum Besseren oder Schlechteren.
Das ist, warum ihr euch selbst Zeit nehmen, Zeit geben müsst, um in euch zu gehen, in euch zu sein und ihr selbst zu werden. Dass du das reine Liebe ist. In der Essenz seid ihr aus der göttlichen Quelle. Ihr habt so viel zu erschaffen und zu verwirklichen für das höchste Gut der gesamten Menschheit, zum höchsten Wohl eures Planeten, dem höchsten Gut von allem. Denkt an alles das, was ein Individuum tun könnte, und stellt euch bloß vor, was Millionen von Individuen, die die gleiche Absicht haben für das höchste Gut von allem, alles verändern, was eurem Planeten nicht dienlich ist. Wenn ihr wisst, wer ihr seid, braucht ihr nur etwas Wunderbares denken und könnt zusehen, wie es sich vor euren Augen manifestiert. Wir haben auch oft über die Anziehung der Schwingung gesprochen. Das ist eure Wahl, auf die eine oder andere Weise. So einfach ist das. Wählt eine höhere Schwingung, in der ihr leben wollt, oder eine niedrigere. Es geht alles auf die Gedanken zurück, die ihr zu denken wählt. Je mehr eure Schwingung vor Freude überschäumt und außer sich ist, desto mehr wird sie vor Freude außer sich sein. Und so ist es dann auch. Je mehr eure Schwingung in Zweifel und Besorgnis des Selbst und anderer schwelgt, desto mehr wird eure Schwingung in Selbstmitleid und Sorge schwelgen. Das ist, wie es ist. Das ist, wie es funktioniert. Alle Gedanken, egal unter welchen Umständen, sollten sie als Bild oder Wunder erscheinen, können eine erhebende oder nachteilige Wirkung haben. Ihr entscheidet das. Jedoch, der kleinste Durchbruch in einem Dilemma durch einen erhebenden Gedanken wird die Spirale nach oben in Gang setzen. Erkennt das, denn das ist der Schlüssel zum eigenen Glück, kurz gesagt. Vielen Dank. Wir müssen immer wieder daran erinnert werden. Und das ist alles, was wir tun. Wir erinnern euch an alles, was ihr bereits wisst. Warum ist das so, dass wir vergessen, wenn wir ein ums andere Mal in und auf unsere Erde wiederkehren? Bei allem Respekt. Sie ist nicht eure Erde, sie gehört niemandem. Sie sollte frei sein, und doch, sie hat es zugelassen, gefangen gehalten zu sein, für eine kurze Präsentation, damit bestimmte Aspekte von Erfahrung sich abspielen können. Mutter Erde hat sich entschlossen, viel zu opfern für das größere Gut von allem. Denn sie weiß auch, dass es tatsächlich nur um die Erfahrung geht. Und dann wird sie weiter vorangehen in eine andere. Wie bei euch selbst, liebste Seelen, eure Erderfahrung ist es einfach das. Eine Erfahrung für euer Selbst und für andere. Deshalb raten wir euch, nicht alles zu ernst zu nehmen. Denn wenn die Erfahrung gemacht ist, geht ihr einfach weiter zu einer anderen. Das ist eure Wahl und ihr seht, wie es für euch damit geht, und von da aus zieht ihr weiter, zu noch einer und noch einer. Immerzu, nur sich selbst erfahrend in Millionen verschiedenen Weisen. Denn da gibt es kein Ende. Also, was gibt es sonst zu tun? Aber mit jeder Erfahrung kommen wir tiefer hinein und entwickeln uns weiter in das Licht unseres Selbst. Eure Wahl. Verstehst du, Blossom? Ihr seid Licht. Ihr könnt nichts anderes sein. Ihr könnt vorgeben, dunkel zu sein, ein Leben lang oder 10. Solltet ihr wählen, das zu erfahren. Doch letztendlich, alles. Alles ist Licht. Es gibt nichts anderes. Nur um die Erfahrung zu machen, wählt man sich als etwas anderes als Licht zu präsentieren. Aber es ist nur ein Spiel, das man spielt. Es ist nur eine Rolle in einem anderen Stück, eine Verkleidung für die Rolle in einem anderen Film. Einfach nur so. Warum nicht? Genießt die Fahrt. Ihr entscheidet, auf welche Achterbahn ihr mitfahrt, welche Kirmes ihr braucht. Manchmal kommt ihr zurück für eine Wiederholung.
Andere lernen schnell, dass einmal genug war. Endlos, unbegrenzte Möglichkeiten, da zur freien Auswahl. Ihr könnt in einem Leben die höchsten Höhen erreichen und sehr erfolgreich in allen Angelegenheiten des Selbst sein. Dennoch, wenn ihr euch dazu entschließt, könnte eure nächste Erfahrung, die in einem Sein gesammelt wird, mit niedrigem Ansehen und unerwünschten Gedanken für alle, nur für den Kontrast, nur wegen der Erfahrung. Versteht ihr? Es ist ohne Bedeutung. Es ist ein Spiel. Das Einzige, was wirklich ist, ist Liebe. Die Liebe, die ihr seid. Ihr habt gewählt, zu diesem Zeitpunkt in einem physischen Körper zu sein. Mit all seinen Herausforderungen und Sorgen in tausend unterschiedlichen Szenarien. Und doch, das Einzige, was diesen Körper belebt, ist ihre wahre Essenz. Liebe. Wenn die Liebe geht, zerfällt der Körper, der das Gefäß war für die Erfahrung, ein Mensch zu sein. Aber die treibende Kraft, die einzige Sache, die es ermöglicht, dieser Mensch zu sein, ist Liebe. Die Energie der Liebe, denn das ist alles, was ist. Deshalb lenkt und wisst, wie mächtig Liebe ist. In ihrer reinsten Form, dann akzeptiert, dass ihr diese Liebe in ihrer mächtigsten und reinsten Form seid. Es ist lediglich so, dass ihr einen menschlichen Körper benutzt, um euch darin auf und in der Dichte dieses Planeten bewegen zu können. Dann stellt euch vor, wessen ihr fähig seid, für das Wohl aller, und handelt entsprechend. Wisst es, seid es. Verändert die Welt auf diese Weise, dann unterweist andere darin. Nicht indem ihr es ihnen in den Rachen stopft, sondern indem ihr ein einfühlsames Beispiel gebt. Von der Liebe. Lasst sie durch euch strahlen, lasst ihre Wärme in die Wesen eines jeden, dem ihr begegnet, eindringen. Lasst jedes Zusammentreffen eine Gelegenheit sein, um eure Liebe und euer Licht in das Innerste der Herzen anderer zu geben. Könnt ihr uns von etwas anderem berichten, das sinnvoller sein könnte? So viele fragen sich, was ihre Aufgabe ist, während sie diese irdische Erfahrung machen. Das ist, was sie ist. Allen und jedem, den ihr begegnet, immer mehr Liebe zu schenken. Ihr müsst nicht bekannt sein als Geber des Lichts innerhalb eurer Internetkreise. Das ist nicht, was Erfolg ist. Erfolg ist, sich jeden Abend ins Bett zu begeben mit einem Lächeln, bei der Erinnerung an den Tag, an dem sie jedem und allem, die sie getroffen haben, Liebe geschenkt haben. Sei es eine, 10 oder 100. Das spielt keine Rolle. Und wenn ihr an diesem Tag niemandem begegnet seid, denkt an ein Land, das Probleme zu bewältigen hat. Und sendet euer mächtiges Licht all jenen, die dort leben. Sendet euer Licht dem Boden, damit dort Pflanzen wachsen. Es gibt immer jemanden und etwas, das mehr von eurem Licht nötig hat. Und das macht euch solche Freude, es zu geben. Denn ihr wisst, dass ihr eure Aufgabe erfüllt. Das, liebste Freunde, ist Erfolg. Das, liebste Freunde, ist, warum ihr hierher gekommen seid. Ihr seid gekommen, um euer Licht zu verbreiten und zu teilen. Aber jetzt sagen wir euch, wie schon so oft, unterschätzt nicht eure Lichtliebe. Verkennt eure Macht nicht, unterschätzt nicht, wer ihr seid. Denn wenn dies geschieht, gebt ihr euch selbst auf. Und es ist von so großer Bedeutung, euch selbst Auftrieb zu geben und zu wissen, dass ihr zusammen mit euren Freunden im Begriff seid, in eine Phase in und von euren Erfahren einzutreten, wo ihr euch selbst überrascht, wo ihr erkennt, dass dadurch die Beschränkungen überwunden sind und es Entdeckungen geben wird von, nun ja, haltet euch gut fest und seid bereit. Wunderschön. Vielen Dank, Freunde. Bis zum nächsten Mal sende ich euch
wir euch so sehr viel Liebe und Licht, Lachen und goldene Strahlen aus unserem Herzen in eure, in Liebe und Dankbarkeit.